was bisher geschah. Und das Endergebnis im Jahre 2014 der Community Games geht der Jahrespokal an Makatze! Ja! Also, Makatze hat was gewonnen und zwar Quatsch wie angesehene, offensichtliche drei Backpfeifen, die er vor gelaufener Kammer nächstes Jahr an Buddy verteilen darf. Nein! Oh! Jeder zwei! Das ist doch geil! Und nun die Fortsetzung. Ciao, liebe Freunde! Willkommen bei den Game News. Heute haben wir folgende Themen für euch. StarCraft 2 Profispieler disqualifiziert. Kim Jong-uns Sidescroller-Spiel wurde gehackt. Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain. Und Präsident Obama, der zweithärteste Ficker, mischt sich in die DDoS-Attacken ein. StarCraft 2. Es gibt viele verschiedene Wege, um in dem Echtzeit-Strategiespiel zu gewinnen. Doch ein dänischer Profispieler hat bei den WSC 2015 ein Spiel etwas manipuliert. Steffen Hover... Der Name ist hier eingeblendet. Hovand. Manipulierte das Spiel mit einer hinterhältigen Taktik, indem er Hovergebäude überall auf der Karte versteckte. Das hatte zur Folge, dass das Match der Profispieler an die 3 Stunden und 20 Minuten ging. Selbst nachdem der dänische Profispieler besiegt war, lief das Spiel weiter. Während der gegnerische Spieler versuchte, den Sieg zu erlangen, surfte Stefan seelenruhig auf Facebook und Twitter und diskutierte über die Strategie seines Gegners. Ey, guck mal, schon 2 Likes auf mein neues Profilbild. Das hatte zur Folge, dass Steffen nochmal eingeblendet, disqualifiziert wurde und jetzt unter Beobachtung steht. Das können sie leider nur tun, wenn sie seine Adresse rausgefunden haben. So nach unseren Informationen hat er sein Haus nämlich auch versteckt. Also wenn ihr wisst, wo das Haus versteckt ist, dann schreibt es uns mal in die Kommentare. An die örtliche Polizei wenden, bitte. Wollen wir ein wenig in die Politik gehen. Kim Jong-un, unser Lieblingsasiate, hat es wieder mal geschafft. Das Kickstarter-Projekt Kim Jong-un, Glorious Leader, wurde gehackt, wahrscheinlich sogar von Nordkoreanern. Wir zeigen euch hier ein paar fantastische Ausschnitte dieses High-End-Grafikknüllers. Warum die Nordkoreaner das gehackt haben? Wer weiß, einem Sieg über Amerika werden sie wahrscheinlich nie näher kommen. Nordkorea hat noch keine Stellung dazu angenommen, das Entwicklerstudio hat das Kickstarter-Projekt leider gecancelt und was uns bleibt, ist ein trauriger Kim Jong-un und ein trauriger Makatze. Alles vergessen, Community Games! Ich hab jetzt gerade gedacht, haust du jetzt zurück, was sollst du da? Aber dann ist uns eingefallen, fuck die Community Games! So, liebe Freunde, da habt ihr wieder einen harten Ficker gerade gesehen. Der zweithärteste Ficker dieser Welt, Obama, hat sich jetzt mal zu den DDoS-Attacken, die letzten Dezember stattfanden, geäußert. Und der junge Mann mischt sich jetzt ein. Ich kann nicht zocken. Lizard Squad sind voll hässlichen Opfers. Bestimmt so hässliche Pickelkinder. Ich schwöre, haben die kein Leben. Die mache ich platt. Nein, Spaß beiseite. Obama macht sich nämlich jetzt wirklich Sorgen um die Sicherheit seines Landes. Okay, you see. Denn nicht nur Spieleplattformen können in Mitleidenschaft von DDoS-Attacken gezogen werden. Nein, sondern auch wichtige Wirtschaftsinstitutionen, wie zum Beispiel das Pentagon oder Krankenhäuser und. Wir als begeisterte PlayStation- und PSN-Nutzer finden das natürlich richtig hart. Richtig hart. Und gut. Troy Baker, eine Synchronstimme für das neue Metal Gear, hat ein paar Hinweise zur Spielwelt gegeben. In einem Interview
erwähnte er, dass die Spielwelt von Skyrim ein Laufstall für Kinder wäre, im Gegensatz zu der von Metal Gear Solid. Manchen von euch kommt der Name Troy Baker bekannt vor, denn er sprach schon die Person Brooke Dewitt in Bioshock Infinity und in Batman Arkham Origins sprach er den Joker. In diesem Spiel leiht Troy Baker seine markante Stimme der Person Revolver Ocelot. Schalaschaska. Was für ein Name, Alter. Kann man so heiß. Der Release-Termin ist noch nicht bekannt, aber das Spiel soll dieses Jahr erscheinen. Wir freuen uns drauf. Und jetzt kommen wir wieder zu unserem Gewinnspiel von letzter Woche. Richtig. Wir werden jetzt gleich wieder einen Kommentar aus der Box ziehen, der dann das Diablo 3 T-Shirt gewinnt. Und einen Twitch-Anhänger. Jawohl. So, hier haben wir wieder unsere schöne Box, wo wir 5 Kommentare reingeschmissen haben. Ich zeige das einmal kurz. Hier sind wieder genug Schnibbel drin. Und der liebe Buddy wird jetzt einen Gewinner ziehen. Ich hab so aufgeregt. 2 genommen, rechts oder links? Links. Von wem aus eigentlich? Links. Links. Ich nehme mal von mir aus links. Links. Das ist die hier. Ja. Und der unglaublich fantastische, wahrscheinlich auch gut aussehende Gewinner des Diablo-Shirts ist Digga16! Herzlichen Glückwunsch, Respekt, das hast du wirklich gut gemacht. Sauber. Digga16, an dich geht dieses Diablo 3 T-Shirt und selbstverständlich der Twitch-Anhänger. Prost! Wir scheuen natürlich weder Kosten noch Mühen für unsere Community. Bring bei dem das doch einfach persönlich vorbei. Bis gleich. Wow, wow, wow. Leute, Eilmeldung. GTA 5 wird für den PC wieder 2 Monate nach hinten verschoben auf den 24. März 2015. So eine Scheiße, Mann. Liebe Freunde, das war's wieder mit den Game News von heute. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns mal einen Daumen da. Oder wenn ihr ein bisschen diskutieren wollt, schreibt es uns in die Kommentare, was ihr von den News haltet. Abonnent kann man übrigens auch werden, liebe Freunde. Wie geht das? Das geht, man drückt auf den roten Knopf, der ist so rechteckig, der ist direkt unter dem Video und dann kriegt ihr alle unsere Videos immer in den Newsfeed und könnt euch die direkt bei Veröffentlichung angucken. Verstehe ich nicht. Voll gut! Wow, sowas gibt es? Das müssen wir direkt machen, Makatze. Okay.